hören den Springer Medizin Podcast. Die Parkinson-Krankheit beginnt lange Jahre vor dem Auftreten der typischen motorischen Symptome. Heilen kann man die Erkrankung nicht, aber die Symptome behandeln. Die Therapie und auch die Diagnostik der Parkinson-Krankheit sind ständig im Fluss und der Erkenntnisgewinn in den letzten Jahren war enorm. Und darum dreht sich diese Folge. Schön, dass Sie zuhören. Mein Kollege Eduardo Fernandez-Tenjado-Ramminger spricht in dieser Folge mit Professorin Dr. Claudia Trenkwalder. Sie hat die aktuelle Leitlinie zur Parkinson-Krankheit koordiniert und ist Leiterin des Paracelsus-Kompetenznetzwerks Parkinson und Bewegungsstörungen an der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Im Gespräch gibt sie Auskunft darüber, was in der Leitlinie neu und besonders wichtig ist. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Trenkwalder. In den letzten Jahren hat sich in der Parkinson-Therapie viel getan. Wem trägt die aktuelle Leitlinie Rechnung? Wo gibt es denn die Veränderungen? Also wir sind immer früher dabei, die Erkrankung zu diagnostizieren. Und wir sind hier gerade auch im Vorfeld, wissen wir, dass Parkinson schon 10, 20 Jahre vor der definitiven Diagnose beginnt mit ganz unspezifischen sogenannten nicht-motorischen Symptomen. Das sind zum Beispiel Riechstörungen, Obstipation, Depression, aber auch Schlafstörungen wie die Traumschlafverhaltensstörung mit Sprechen im Schlaf, Bewegen im Schlaf, was sonst vielleicht ein ganz ruhiger Schlaf war. Bis dann erst im Laufe der Jahre die ersten motorischen Symptome auftreten, die dann den Patienten oft zum Arzt führen, also zum Beispiel ein einseitiger Tremor, eine allgemeine Gangverlangsamung, eine asymmetrische Feinmotorikstörung, die letztendlich dann zu diesen Beschwerden, typischen Beschwerden des Parkinsons führen und zur Diagnosestellung. Was behandeln Sie in dieser frühen Phase der Erkrankung? Behandeln Sie da zum Beispiel die Obstipation oder die Depression oder behandeln Sie die Krankheit erst, wenn motorische Symptome hinzukommen? Das ist eine gute Frage, die derzeit auch viel diskutiert wird. Man würde natürlich mit der spezifischen Parkinson-Therapie erst beginnen, wenn motorische Symptome da sind. Wenn aber andere Symptome bereits beeinträchtigend sind, wie zum Beispiel eine Depression, würde man auf alle Fälle diese auch behandeln. Oder auch natürlich die Obstipation. Das heißt, die Behandlung wäre symptomorientiert, aber im Prinzip beginnt sie erst mit einer dopaminhaltigen Therapie in dem Augenblick, wo die ersten motorischen Symptome auftreten. Und selbst dann ist immer noch die Frage, wann startet man wirklich die Therapie? Bevor Sie mit der Therapie einer Patientin oder eines Patienten beginnen, was wollen Sie möglichst abgeklärt sehen? Ja, man möchte unbedingt vorher wissen, gibt es vielleicht sogar andere Medikamente, die der Patient einnimmt, die ein Parkinson-Syndrom auslösen könnten. Wir wissen ja, dass durch Neuroleptika oder auch teilweise Antiepileptika wie die Valproinsäure Parkinson-Syndrome ausgelöst werden können. Und die müssen natürlich erstmal abgesetzt werden, denn vielleicht ist es ja ein medikamentös induziertes Parkinson-Syndrom. Weiterhin würde man natürlich sehen, ob zerebrovaskuläre Erkrankungen da sind. Man würde eine Bildgebung machen und man muss natürlich genau abwägen zwischen dem Alter des Patienten, der Schwere der Erkrankung und wann startet man wirklich eine medikamentöse Therapie. Was besprechen Sie eigentlich mit der Patientin oder dem Patienten vor Beginn der Therapie? Man würde natürlich besprechen, wann soll die Therapie jetzt beginnen? Was sind die Therapieziele? Man muss dem Patienten auch mitteilen, dass die jegliche derzeit verfügbare dopaminerge Therapie letztendlich die Symptome verbessern kann, aber nicht den Verlauf der Erkrankung verändert. Damit man hier auch, sage ich mal, keine falschen Hoffnungen dem Patienten macht. Und man sollte dann auch besprechen, was sind die wichtigsten Beschwerden,
die behandelt werden müssen. Ist der Patient noch berufstätig? Soll die Berufsfähigkeit erhalten werden? Die Selbstständigkeit natürlich, die Aktivitäten im täglichen Leben, die Lebensqualität vor allem, dass das im Mittelpunkt der Behandlung steht. Und das sollte man mit dem Patienten besprechen. Und es sollte vorher klar sein, wie die Erwartungen sind und ob die mit der vorhandenen Therapie, sage ich mal, überhaupt zu erfüllen sind. Wie sieht denn eine leitliniengerechte Therapie der Parkinson-Krankheit in der Frühphase aus? Also die leitliniengerechte Behandlung wäre letztendlich mit einer sogenannten Monotherapie anzufangen. Hier kann man verschiedene Substanzklassen auswählen und das ist in den Leitlinien auch sehr genau dargelegt, dass im Hinblick auf die Wirkung, die Nebenwirkung, das Alter des Patienten, aber auch zusätzliche Erkrankungen, die er vielleicht hat, dass unter diesen Gesichtspunkten die Substanzen ausgewählt werden müssen. Und da sind mehrere Substanzen möglich, also entweder Levodopa selbst, aber auch MAO-B-Hämmer, Dopaminagonisten, jedoch nicht Amantadin, kein Comtamer und vor allem kein Anticholinergikum in der Frühphase der Erkrankung. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Symptome, die behandelt werden sollten. Welche behandelt man eigentlich zuerst? Ja, mit zuerst und später kann man gar nicht so richtig unterscheiden, denn zum Beispiel die dopaminerge Therapie behandelt viele Symptome gleichzeitig. Mit einer dopaminergen Therapie kann man einerseits die Unbeweglichkeit behandeln, also die Bradykinese. Man kann auch meistens den Tremor verbessern. Man kann auch die Stimmung verbessern und das gesamte Allgemeinbefinden. Und da muss man dann abwägen, nimmt man Levodopa, das die Motorik noch mal mehr verbessert als vielleicht ein Dopaminagonist oder einen Dopaminagonisten oder fängt man mit einem MAO-B-Hämmer an. Und das muss man individuell abwägen. Aber alle diese Substanzen würden eigentlich mehrere Symptome gleichzeitig behandeln. Es gibt andere Symptome, die sind leider gar nicht einer dopaminergen Therapie zugänglich. Zum Beispiel die Haltungsstörungen, also die posturalen Störungen. Auch die Riechstörung ist nicht zu verbessern. Die Obstipation nicht, die könnte eher sich noch verschlechtern durch die dopaminerge Therapie. Also da muss man so ein bisschen abwägen. Auch Blutdruckregulationsstörungen werden nicht besser. Es klang ja vorher schon an, dass das Alter eine wichtige Rolle bei der Therapie spielt. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Das Alter spielt vor allem eine Rolle bezüglich der Nebenwirkungen. Das nebenwirkungsärmste Medikament ist immer noch das Levodopa selbst. Mehr Nebenwirkungen machen die Dopaminagonisten. Nebenwirkungen im Sinne von vielleicht Übelkeit, aber auch können Müdigkeit auslösen, können den Blutdruck weiter senken und können auch, aber dies vor allem auch bei jüngeren Patienten, die sogenannten Impulskontrollstörungen auslösen, also psychische Verhaltensstörungen. Letztendlich wird man eben abwägen, das Alter des Patienten und die Vorerkrankungen. Kann man es wagen, nicht Levodopa zu geben oder macht das überhaupt Sinn bei dem Patienten? Oder sollte man doch mit Levodopa selbst die Therapie beginnen? Also da spielt das Alter eine Rolle. Bei den jetzigen Leitlinien haben wir uns aber nicht mehr darauf geeinigt, hier eine bestimmte Altersgrenze festzulegen, wie das ja in vorangegangenen Leitlinien der Fall war, sondern zu sagen, viele Faktoren müssen individuell abgewogen werden. Man kann aber in jedem Alter auch mit jeder Substanz beginnen. Komorbiditäten muss man bei der Therapieauswahl ebenfalls beachten. Worauf legen Sie hier besonderen Wert? Ja, die Komorbiditäten sind vor allem entscheidend, was die zerebrovaskuläre Situation anbelangt. Das heißt, gibt es Vorerkrankungen, vielleicht bereits kleine Hirninfarkte,
Dinge, die wir in der Bildgebung sehen, oder gibt es auch kognitive Beeinträchtigungen des Patienten, die dann eine andere Auswahl und Zusammensetzung der Medikationen zur Folge haben sollten. Andere Komorbiditäten wären zum Beispiel hoher Blutdruck oder auch gastrointestinale Störungen, sodass wir hier sehen müssen, können wir verschiedene dopaminerge Medikationen überhaupt geben oder müssen wir hier irgendwie ausweichen? Wenn wir bei Ihren Beispielen bleiben, wie behandeln Sie einen Patienten, der unter Hochdruck leidet? Ja, da ist es zum Beispiel, wenn ich beim Patienten mit einem hohen Blutdruck einen Dopaminagonisten geben möchte, der ja auch den Blutdruck senken kann oder wird wahrscheinlich, muss man sehr sorgfältig die antihypertensive Therapie monitoren, eventuell die Antihypertensiva erstmal reduzieren, damit der Blutdruck nicht zu niedrig wird. Und das muss dann zum Beispiel in engmaschiger Zusammenarbeit mit dem Hausarzt erfolgen. Das heißt, man muss primär auch die Nebenwirkungen der Medikamente im Blick haben. Nach welchen Kriterien stellen Sie eine Patientin oder einen Patienten individuell ein? Können Sie uns ein Beispiel geben, wie Sie das machen? Also ich würde immer zuerst, wenn es ein, sag ich mal, ein frühes Parkinson-Syndrom ist, muss man erstmal mit dem Patienten besprechen, was ist denn für ihn das störendste Symptom? Was stört ihn am meisten? Und darauf muss man sich konzentrieren. Und dann würde ich immer auch dazu sagen, und auch das ist ein Teil der Leitlinie, es kann nicht nur die medikamentöse Therapie sein. Es muss eine Bewegungstherapie mit dabei sein. Es ist wichtig, dass die Bewegung zusammen mit der medikamentösen Therapie geht und auch die Ernährung und die gesamte Verbesserung, sage ich mal, der Gesundheitssituation. Denn der Parkinson ist ein Ganzheitssyndrom. Ja. Es ist nicht nur, sage ich mal, ein bisschen Tremor oder ein bisschen Verlangsamung, sondern es betrifft ganz, ganz viele Bereiche des Körpers. Und dann würde ich wahrscheinlich mit einer niedrig dosierten Therapie, entweder mit L-Dopa oder mit einem MAO-B-Hemmer zuerst mal beginnen und erst mal abwarten. Ein, zwei Wochen, wie verträgt denn der Patient das? Ändert sich was? Wie viel brauche ich eigentlich in der Dosierung, um überhaupt an das Symptom, sage ich mal, Schreibstörung, Verlangsamung der rechten Hand heranzukommen? Man könnte auch einen L-Dopa-Test machen, aber das hat man in der Leitlinie tatsächlich auch nicht mehr als unbedingt erforderlich dokumentiert, denn auch die Daten sind hier nicht so eindeutig. Es ist günstiger, eine Langzeit-dopaminerge Therapie zu beobachten und zu sehen, wie spricht der Patient drauf an und dann das Medikament und die Dosis wieder anzupassen. Sie haben ja gerade im Beispiel gesagt, dass Sie mit einer Monotherapie die Therapie starten würden. Manche Menschen benötigen vom Start weg oder sehr früh eine Kombinationstherapie. Welche Kriterien sprechen für ein solches Vorgehen? In den Leitlinien sagen wir, man sollte erstmal mit der Monotherapie beginnen. Erst dann, wenn eine Substanz nicht ausreichend ist oder nicht ausreichend verträglich ist, würde man eine zweite Substanz dazu kombinieren und in eine frühe Kombinationstherapie gehen. Und da gibt es jetzt natürlich auch alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten wieder. Das heißt, auch das ist in den Leitlinien dann letztendlich dem Neurologen überlassen, individuell auf den Patienten abzustimmen. Die Leitlinien geben keine feste Kombination 1, 2, 3 sozusagen vor, sondern sagen, Kombinationen sind möglich mit all den Substanzen, primär aber, wie gesagt, in der Monotherapie starten. Ein häufiges Problem bei der Parkinson-Krankheit ist eine Verschlechterung der Medikamentenwirkung, zum Beispiel Wirkfluktuationen, vor allem, wenn die Therapie bereits lange läuft.
Ja. Wie begegnen Sie dieser Komplikation? Ja, was sagt die Leitlinie dazu? Also, Wirkfluktuationen würde man erstmal versuchen, in der bestehenden Medikation von Levodopa zum Beispiel die Abstände zu verkürzen, aber auch regelmäßiger Levodopa in kleineren Dosierungen einsetzen, um damit schon mal eine, sag ich mal, erste Glättung zu erreichen. Dann sagt die Leitlinie, Dopaminagonisten können eingesetzt werden, um die motorischen Fluktuationen zu behandeln, jedoch nicht mehr die sogenannten Ergolinen-Dopaminagonisten. Die sind jetzt ganz aus dem Leitlinienschema, sage ich mal, verbannt. Aus welchem Grund eigentlich? Weil man weiß, dass hier fibrotische Nebenwirkungen vor allem an den Herzklappen, aber vielleicht auch an der Pleura entstehen können. Und da wir ja gute Alternativsubstanzen haben, die nicht Ergolinen-Dopaminagonisten, würden wir die komplett aus dem Portfolio der Parkinson-Therapie entfernen. Andere Länder haben das sogar schon früher gemacht. Also wir haben uns jetzt aber in den Leitlinien darauf geeinigt, dass man keine Ergolinen-Dopaminagonisten mehr anwendet. Jetzt habe ich Sie natürlich unterbrochen. Wir waren beim Thema der Wirkfluktuation stehen geblieben. Also, neben den Dopaminagonisten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, intermittierende Behandlungen der sogenannten Off-Phase durchzuführen. Da ist jetzt auch einiges möglich. Wir können subkutane Apomorphininjektionen einsetzen. Derzeit sogar jetzt auch sublinguale Apomorphingaben sind möglich. Aber wir können auch dann im fortgeschritteneren Stadium eine Kombination mit Levodopa und zum Beispiel einer Pumpentherapie der Apomorphin-Infusionspumpe subkutan durchführen. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit der Levodopa kontinuierlichen Gabe, einerseits ja schon seit vielen Jahren über die jejunale Applikation mittels Sonde, jetzt aber auch im Neueren über die subkutane Levodopa-Infusion. Das ist jetzt noch nicht Teil der Leitlinie, weil wirklich erst kürzlich zugelassen. Wann behandeln Sie die Parkinson-Krankheit mit neueren Verfahren, wie der Pumpentherapie oder der tiefen Hirnstimulation? Also erst, wenn die oralen Medikamente wirklich ausgereizt sind und die transdermal, ja. Es gibt ja auch noch transdermal Dopaminagonisten, das Rotigotin. Man kann auch noch zum Beispiel die COMT-Hämmer zu Levodopa dazu kombinieren, plus ein MAO-B-Hämmer. Sie können gegen die Dyskinesien Amantadin geben, als einzig wirklich nachgewiesene Substanz in der Dyskinesietherapie. Letztendlich hat man eine ganze Variation von oralen Möglichkeiten, die aber dann irgendwann nach einigen Jahren, sage ich mal, ausgeschöpft sind. Das heißt, trotz aller fein eingestellten Kombinationen kommt es immer noch zu, ich würde sagen, einigen Stunden von schlechten Phasen, von Off-Phasen pro Tag oder ausgeprägten Überbewegungen. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, vielleicht sogar etwas früher. Das heißt, man müsste eigentlich früher anfangen, auch über diese Therapien mit dem Patienten zu sprechen und ihm zu erklären, dass das nochmal ein Schritt ist, der seine Lebensqualität deutlich verbessert. Und dann würde man die sogenannten mehr invasiveren Therapien einsetzen, also Pumpentherapien oder auch die tiefe Hirnstimulation. Das wäre vielleicht noch ein Punkt zu sagen, dass gerade für die jüngeren Patienten, die schon in jüngeren Jahren auch eine Parkinson-Erkrankung entwickeln, die so mit 50 betroffen sind,
dass da die tiefe Hirnstimulation eine ganz entscheidende Therapie ist, die auch langfristig eine Verbesserung der Lebensqualität macht, weil man letztendlich die Lebenserwartung dann weitere 30 Jahre dann berechnen muss. Und da ist die Medikation und die Dosierung, gerade wenn wir über Wirkfluktuationen reden, kommt dann an eine gewisse Grenze, sodass wir unbedingt eigentlich eine tiefe Hirnstimulation als Zusatztherapie benötigen. Nochmal zu den Nebenwirkungen. Die akinetische Krise ist eine solche. Die Empfehlungen zur Diagnose und Therapie sind erstmals neu in der Leitlinie aufgenommen worden. Wie häufig tritt diese denn auf? Ja, ich habe da wirklich nochmal nachgesehen, aber es gibt keine wirklich guten Zahlen darüber. Bei uns in der Klinik tritt sie immer wieder auf, also wahrscheinlich eher häufiger, weil wir natürlich dann als Spezialzentrum diese Patienten vermehrt sehen. Ansonsten denke ich, tritt es eher selten auf, weil letztendlich die Therapie doch in großer Breite fortgesetzt wird und letztendlich tritt die akinetische Krise dann auf, wenn eine Unterbrechung der Therapie stattfindet. Zum Beispiel bei Operationen in der Intensivmedizin, wenn schwere Nebenwirkungen auftreten, Psychosen und dann es zu einem Absetzen der Medikation kommt. Oder wenn aus verschiedenen Resorptionsgründen die Medikation einfach nicht resorbiert wird. Dann kommt es zur akinetischen Krise und wie gesagt, die Risikofaktoren sind in erster Linie Operationen, Infektionen, Weglassen dopaminerger Medikamente oder auch Einnahme von Dopaminantagonisten, die dann die Wirkung blockieren. Und wie erkennen Sie eine akinetische Krise und wie gehen Sie dann diagnostisch vor? Es ist eine akute Verschlechterung. Es kann Fieber dabei sein, eine ausgeprägte Akinese, ein schwerer Rigor. Es kann bis zu Bewusstseinsstörungen gehen. Schluckstörung ist was ganz Typisches dabei. Vegetative Begleitsymptome, teilweise auch Myoklonien. Im Labor zeigt sich eine CK-Erhöhung häufig, Myoglobinwerte. Letztendlich ist die Differentialdiagnose oft ein serotonerges Syndrom, das so ähnlich sich bemerkbar macht oder andere Intoxikationen oder auch eine Sepsis. Also es ist oft nicht ganz einfach, gerade wenn Fieber mit dabei ist, das von anderen schweren Zuständen oder Infektionen zu unterscheiden. Man kann auch in der akuten Phase ein Dopaminspekt machen. Theoretisch ist das wunderbar. Da könnte man das dann sehen, die schwere Reduktion. Aber praktisch würde ich sagen, ist das überhaupt nicht handelbar, so einen schwerkranken Patienten dann akut in eine Spektuntersuchung zu bekommen. Die Termine sind ja oft Wochen im Voraus. Also würde ich mal sagen, das ist nicht realistisch. Man muss es klinisch und mit dem Labor entscheiden. Wenn Sie davon ausgehen, dass es eine akinetische Krise ist, wie behandeln Sie dann? Das Wichtigste ist die frühzeitige Therapie. Das heißt, erkennen und sofort behandeln. Patient muss auf eine Überwachungsstation oder wenigstens eine Monitorstation, weil sich eben häufig Komplikationen entwickeln, bis zur Pneumonie dann. Infektionen unverzüglich behandeln, also Antibiotika-Behandlung dann natürlich, aber Therapien wie Flüssigkeitszufuhr, Thromboseprophylaxe, regelmäßige Kontrollen der Vitalfunktionen, drum eben auch Monitor- oder Intensivstation und die dopaminerge Medikation natürlich ersetzen. Eine Möglichkeit ist Levodopa in löslicher Form über eine nasogastrale Sonde oder auch subkutane Injektionen von Apomorphin oder transdermalen Rotigotin. Alle diese Möglichkeiten kann man durchführen. Wir geben ganz häufig dieses lösliche Levodopa
weil es doch dann auch die wenigsten Nebenwirkungen hat. Wenn jemand vorher noch nie Apomorphin erhalten hat, kann das auch wiederum zu Übelkeit und Blutdruckkrisen führen. Also da muss man individuell sehen, wie sah die Vormedikation des Patienten aus und dann entsprechend handeln. Früher hat man meistens Amantadin infundiert. Auch das ist möglich, aber auch hier vorsichtig. Nebenwirkungen von Amantadin können auch Herzrhythmusstörungen sein. Bei eingeschränkter Niereninsuffizienz muss man aufpassen und es können Psychosen ausgelöst werden. Welche weiteren Nebenwirkungen oder Syndrome muss man auf dem Schirm haben? Ich glaube, eine Nebenwirkung, die ja auch ganz häufig diskutiert wird, sollte man nicht vergessen, das sind die Impulskontrollstörungen. Das sind Störungen, die häufig durch Dopaminagonisten ausgelöst werden können, gerade bei jüngeren Patienten. Risikopatienten sind hier jüngere Männer, die höhere Dosierungen dieser Substanzen erhalten und die können wirklich in schwere Verhaltensstörungen mit Suchtverhalten, Essstörungen, hypersexuelles Verhalten, aber auch Kaufsucht. Wir kennen Patienten, die wirklich ihr ganzes Haus verspielt haben und die sich in den Ruin gebracht haben durch eine unerkannte Impulskontrollstörung. Und deshalb muss man die Patienten vor Beginn einer Therapie mit Dopaminagonisten darauf aufmerksam machen, dass dies auftreten kann. Und ich glaube, regelmäßig ärztliches Sehen, oder? Und regelmäßig sehen, absolut. Jetzt haben wir eine ganze Menge zur Therapie erfahren. In den Leitlinien zur Parkinson-Krankheit gab es ja sehr viele Therapieempfehlungen, die geändert oder modifiziert wurden. Welche sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig? Ich würde denken, was sich in der Leitlinie so ganz allgemein geändert hat im Vergleich zur vorigen, ist, dass man sagt, Levodopa soll auch früh begonnen werden, wenn es erforderlich ist, in wirksamer Dosierung, sozusagen so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Richtung als in den vorhergehenden Leitlinien, dass man sagt, die anderen Substanzen haben auch wieder mehr Nebenwirkungen. Also die effizienteste Therapie, gerade auch für die Motorik, ist Levodopa selbst. Und letztendlich auch zu sagen, individuell soll abgewogen werden. Es gibt keine festen Regeln, wie, ab welchem Alter, mit welchen Substanzen. Individuelle Abwägung von Wirkung und Nebenwirkungen. Und was auch noch neu ist jetzt in der Leitlinie, dass wir Kapitel haben über Therapie in Schwangerschaft und Stillzeit. Das gab es auch noch nicht in der Leitlinie, denn das ist zwar keine häufige Frage, aber wenn sie kommt, eine sehr schwierige Frage. Was soll dann gegeben werden? Und ein Kapitel, das ich persönlich für ganz wichtig halte, was ganz neu ist in der Leitlinie, ist das Dysautonomie-Kapitel. Das heißt, für die vielen autonomen Störungen, also Blutdruckregulationsstörungen, orthostatische Hypotonie, Inkontinenz, Sexualfunktionsstörungen, Obstipation, die den Patienten wirklich sehr beeinträchtigen, oft viel mehr beeinträchtigen als der Tremor. Das ist ein Kapitel, das sehr gut auch von der Innsbrucker Gruppe bearbeitet worden ist und mit sehr genauen Therapieempfehlungen wirklich glänzt. Also das finde ich eine wichtige Neuerung in der Leitlinie. Was ist denn Ihr größtes Erfolgserlebnis bei der Behandlung der Parkinson-Krankheit? Also mein Erfolgserlebnis ist immer dann, wenn der Patient sehr skeptisch ist, überhaupt einer Behandlung gegenüber und ja, die Stimmung sehr dysphorisch ist und ich es aber dann vielleicht doch schaffe, ihn zu überreden, mal mit einer Behandlung zu beginnen und er dann nach einigen Wochen kommt und sagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das natürlich schon früher gemacht.
Und da habe ich einige Patienten, und es sind interessanterweise meist jüngere Männer, die hier sehr skeptisch sind und sagen, naja, ich möchte das alles nur durch Bewegung oder nur durch Aktivitäten und Ernährung ausgleichen, und die dann aber merken, ab einem bestimmten Punkt ist dann doch eine dopaminerge Substitution erforderlich. Und das ist eigentlich sehr erfreulich, dass man dann sieht, da kann man wirklich was bewirken. Ja, wir sind am Ende unseres Gespräches. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas mitnehmen. Die Leitlinie sowie einige spannende und hilfreiche Übersichtsbeiträge finden Sie wie immer in den Folgenbeschreibungen oder im Podcast-Artikel auf springermedizin.de. Ich bin Annika Asfalk. Tschüss und auf bald. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.